Woher kommt die Angst? Warum haben die Europäer so eine große Angst vor den chinesischen Eigentümern? Wir haben halt zwei Themen momentan und wir sehen das sehr, sehr klar. Wenn man sich jetzt die Diskussion ansieht, die wir in Deutschland gerade führen, die Themen, die wir diskutieren, wenn man sich dagegen China anschaut, dort gibt es eine ganz klare Strategie, weg jetzt mittlerweile von Low-Cost, Low-Quality-Country hin zu einem High-Tech-Country. Ja. Das wird mit enormen Finanzmitteln, mit einer enormen Geschwindigkeit umgesetzt. Da sind wir einfach hinterher. Und genau diese Geschwindigkeit, aber gleichzeitig auch die Kompetenz, die China mittlerweile aufgebaut hat in Technologien, im Hightech-Bereich, wird hier als Gefahr empfunden, weil wir sehen, dass China natürlich die Kapazität an Menschen hat, die Menge an Menschen hat, mittlerweile sehr, sehr gut ausgebildete Ingenieure, Technologen hat, die finanziellen Mittel hat und die Regierungsform, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, die Regierungsform einfach erlaubt, sehr, sehr schnell Entscheidungen zu treffen und umzusetzen und die sehr, sehr klug in die Welt zu tragen. Und das, glaube ich, löst bei vielen halt die Ängste aus, die wir heute in Europa spüren und zum gewissen Grad auch zu Recht. Wir müssen wieder schneller werden. Wir müssen wieder technologieorientierter, zielorientierter werden und diese Randthemen, die sicherlich Gott sei Dank aufgrund des Wohlstands entstanden sind, aus dem Fokus wieder rücken und uns mehr auf unsere Kernkompetenzen und auf den Aufbau unserer Wettbewerbsfähigkeit wieder konzentrieren.